So, hallo, da sind wir wieder zurück zu Let's Play Homesick. Naja, neue Runde, neues Glück. Ja, ich habe jetzt mal so. Huch, das hatte ich mir auch gar nicht mal angeguckt. Das TV ist kind of nice. An accurate size and huge up with nails, but still kind of nice. Kann ich das irgendwie bewegen? Huch, das geht sogar. Oh, okay. Ach, ich werde mich ja sowieso wieder mal erschrecken bei dem Scheiß da, ey. Nichts. Ja, lass uns mal da reinschauen. Ich gehe vorsichtig rückwärts und gehe jetzt da rein. Das ist jetzt mal so mal meine Taktik jetzt. Da kann mich dieser Mistkerl nicht erwischen. Boah, ich habe schon gedacht, dass er hinter mir auftaucht. Oh fuck. Gehen wir dann sofort die Treppen hoch. Gehe sofort schon mal in die erste Tür. Komm, dieser Motherfucker kann mich jetzt nicht erwischen, ey. Da drin kann er schon erst recht nicht sein. Wenn er gleich da drin sein wird, dann verstehe ich die Logik nicht mehr vom Spiel. Alles schön aufmachen. Aha. Ja, ich kenne den Code nicht. Scheiße. Sondern können wir noch unterm Bett gucken. Wenn er jetzt da gleich unten ist, dann kacke ich mir in die Hose. Oh, Gott sei Dank. Ja, in die Kiste gucke ich später rein. Ich habe schon Dings vom ersten Part schon schlechte Erfahrungen von Kisten und so gehabt. Okay. Na, gehen wir mal dahin. Öffnen jetzt mal die Kiste auf. Fuck, ich möchte mir gar nicht zuschauen. Ah! Oh, fuck it. Ich glaube, er hat mich nicht. Oh, Gott sei Dank, ich hab's überlebt. Holy shit. Ay, caramba, ich hab jetzt die Taktik rausgefunden. Oh mein Gott. Tja, Motherfucker, kannst du mich nicht mehr erwischen. Oh. Brechstange. Yeah. So, wir wissen, da ganz hinten die Tür ist verschlossen. Das ist ziemlich schlecht, wenn ich jetzt dorthin gehen möchte. Deswegen, was ist das denn eigentlich? The Closet. Ja. Toll. Boah,
Gott. Nee. Boah, habe ich jetzt einen Schrecken bekommen, dass er gleich da auf einmal auftauchen wird. Oh. Ich werde nie wieder Kisten aufmachen. Oh mein Gott. Okay, ich habe ein paar Zahlen. Das heißt, ich kann jetzt an den Safe aufmachen, wenn mich das nicht täuscht. Hallo, Safe. Oh, ich brauche noch ein paar Zahlen anscheinend. Ich gehe rückwärts. Denn ich bin eine Scheiß-Pussy. Oh Mann. Scheißkerl kann ja überall auftauchen. Wie im verschissenen Drecksladen, ey. Jetzt habe ich auch die Taktik raus, wie ich von dem ausweichen kann. Ach ja, ach ja. Ich frage mich eigentlich, ob er auch da auftauchen kann. Das weiß ich nämlich nicht. Oh. Immer überall nachsehen. Nichts. Ich denke nicht, dass ich das überleben werde, sowieso. So, ich habe eine Brechstange und einen Zahlencode. What can I do now? Ich kann weiter nach Gegenständen suchen. Ich hab überall Schiss, dass er auftauchen kann. Mistkerl kann ja überall auftauchen. So, ich habe jetzt wirklich alles durchsucht. Und ich weiß nicht weiter. Oh Scheiße, jetzt bin ich wieder im Keller. Was? I input the numbers on. Oh! Oh! Nice! Oh, goddammit. Da ist eine Kiste! Oh! Fangen wir erstmal ganz hinten an. Hallo Kiste, ich vertraue dir nicht. Ich vertraue dir nicht. Ich vertraue dir nicht. Oh Gott. Hey! Schnell nach oben. Lauf, 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 Licht aus. Gott. Holy shit, ey. Jetzt weiß ich auch, dass man durch den Killer ganz schnell durchlaufen kann. Oh Gott, dammit. Die Tür möchte ich nicht gerne aufmachen. Oh Mann. Nope. Nein! Das ist ja die Tür, die verschlossen ist. Ah, jetzt kommen wir mal zu unserem Lieblingsraum. Denke ich mal, war das.
So kann ich nicht gleich mit der Brechstange schreien. Ah, da ist die Kiste, wo ich gestorben bin. Und die Tür da hinten ist ja sowieso zu. Hallo Killer, ich weiß, dass du da drin bist. Oh Gott. Ganz cool nach hinten gehen. Ich weiß, dass du da drin bist. Ich weiß es. Oh, meine Lieblingskiste. Hallo. Oh Gott. Jetzt ist er nicht mehr da. Puh. Holy shit, ey. Naja. Gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch da hinten das andere da nicht überprüft. Wie leise dieser Penner auch ist, ey. Oh. Ich hab einen Schlüssel. Ich hab einen Schlüssel! Oh mein Gott. Ah, mit Q kann ich das ein- und ausblenden. Ich möchte mal gerne den Schlüssel ausprobieren. Nein! Zurück. I'm ready to die, bitch. Nein, bin ich leider nicht. Oh Mann. So, ich hab jetzt. Ja, wofür ist jetzt der Schlüssel? Okay, welche Türen kennen wir, die verschlossen sind? Oben ist ein Safe, den ich nicht aufbekomme. Vielleicht passt auch der Schlüssel rein, aber. Gucken wir mal noch. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes. Bin mir definitiv sicher, dass der Killer auftauchen wird hinter mir. Ich muss ja sowieso dann wieder nach hinten gehen. Kann ich überhaupt in den Sofa irgendwie reingucken? Der Fernseher kommt irgendwie spanisch vor. Und hinterm Fernseher kann er wirklich nicht auftauchen. Sofa kann man nicht gucken. Ach, da ist eine Tür. Oh fuck. Naja, goddammit. Ich hab gedacht, dieser Schlüssel wird mich in die Freiheit rausbringen. In der Toilette ist sowieso nichts. Das heißt, ich kann jetzt wieder nach oben gehen. Ach stimmt, da hinten rechts war ja auch eine Tür, die verschlossen ist. War ich eigentlich? Ah, nee. Oh yeah! Der Schlüssel gehört da rein. Okay, hier war ich natürlich noch nicht gewesen. Hoch. Hoch. Schlüssel. Ich möchte dich nehmen. Ein Old Looking Cave. Ich bin anscheinend draußen, aber es ist wirklich richtig tief. Ah, ich meine, richtig dunkel. Oh, das wollte ich sagen, genau. Nicht? Okay, wofür ist der Schlüssel? Ein alter Schlüssel, wo passt der rein? Au, 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 ich hab's, ich hab's, ich hab's.
In den Keller, da ganz links, da ist ja auch eine Tür, die verschlossen ist. Oh, das könnte es sein, das könnte es sein. Bin mir sicher, dass das wirklich so ist. Wenn nicht, dann möchte ich sterben. Bin ich fertig mit diesem Let's Play. Hat ja nur sowieso zwei Parts angehabt. Ich habe auch keinen Plan, wie lange ich das jetzt spiele. Ab in den Keller! Dieses Spiel jagt mir immer einen Schreck ein, ey. Wie viel Mal ist er jetzt aufgetaucht? Zweimal? Einmal da in diesem Ding da, wo ich mich umgedreht habe, und einmal in dieser Kiste. Das war's auch schon. Aber ich habe immer wieder Schiss, dass er auf einmal irgendwie auftaucht. Ihr natürlich auch bestimmt. Vor allem das Spiel eignet sich auch, wenn man so, ja, gegen 23 Uhr oder so spielt, ganz alleine, mit vollem Headset da. Oh Mann. So. Was? I remember him telling me there was another exit downstairs just in case this must be, it's locked. Schlüssel, für was bist du gut? Ein alter Schlüssel, ein alter Schlüssel, alter Schlüssel. Wofür kann er sein? Für die Tür vielleicht, die ist ja auch verschlossen. Oh Gott, damn it, das ist es ja. Ja. Ted, I bet he was trying to be a hero and got up by that bone saw that guy is carrying. Holy fuck, hier sind Leichen im Keller. Nichts. Was ist das denn für einer? I don't recognize this person. Then again, he's missing his face. Oh, oh Gott. Sechs, sechs, sechs. Ah! It's Stephanie. She's been stabled in the forehead. What a waste. Okay, ich habe 6, 6, 6. Wofür kann das denn jetzt sein? Nichts. Geh ganz cool nach hinten. Und ganz cool durch die Tür. Für den Safe, genau. Los, auf zum Safe. Gott, das, diese, ich hab gedacht, dass ich schnell sterben werde. Anscheinend nicht. Gott, ich bin ja ein richtiger Überlebenskünstler jetzt. Im Vergleich zu Part 1 bin ich zweimal gestorben und hier habe ich den Killer auch zweimal begegnet, aber bin nicht gestorben. Like a pro und so. Aber trotzdem habe ich Schiss, dass er auftaucht. Oh Gott. Ich kann seine Visage nicht vergessen, ey. So, auf zum Safe. Der Safe ist hier. Oh yeah. Oh, ey. Ich will das nehmen. Oh. It's a K, I think. Schon wieder ein Schlüssel. Aber für was? Welche Türen sind noch verschlossen? Die da ganz links kann gar nicht sein, weil von da bin ich, glaube ich, auch gekommen. Das heißt, jetzt muss es der Schlüssel für den Keller sein. Da muss es, das muss es aber sein. Was anderes weiß ich jetzt nicht. Ansonsten weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Ich habe schon so viele Items da oben.
Oder vielleicht hat das irgendwas damit zu tun. Nope. So, das muss jetzt aber der Schlüssel für den Keller sein. Wenn es das jetzt nicht ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Was macht der Killer eigentlich? Trinkt er einen Kaffee oder so? Der taucht ja gar nicht mehr auf. Ist ja langweilig. Soll mir recht sein. Nein! Was kann ich denn noch machen? Außerdem sieht das aus wie ein krüppelgeschissener Schüssel. Schlüssel. Oh! So habe ich jetzt Schüssel. Oh! Fussel. Vor allem, ich habe die Tür noch gar nicht aufgemacht. Wett, da ist der Killer drin. Nichts. Ah. Okay. Wo ist Blut? Ich habe meinen Schlüssel. Für was? Oh Gott! Wieso taucht er auf einmal vor mir auf? Oh Gott. Boah, jetzt taucht er ja sogar vor mir auf. Was für ein Dreckskerl. Oh, shit. Was? I told you it was okay. Now I'm going to the hell out of here. Hey, die Musik kenne ich irgendwoher. I ran as fast as I could. Ey, die Musik kenne ich, die benutze ich immer in Mythos-Videos. Ich schwöre euch, ich habe die Musik nicht reingeschnitten. Blue Pfeffer, Blue Feeder heißt das. I know I shouldn't look back, but I did anyways. Die Musik. Hat die Erfinderin von diesem Spiel reingebaut. He was there, just standing there on the front porch. Gott, ich hab das Spiel durchgespielt. Oh. Halleluja. He can never leave that place, and I don't intend to visit again. Als ob ich da wieder zurückgehe, hier, am Arsch. Gott. It's getting early, I need to get home. Joa, das war's dann mal von Homesick. Aber ich würde mich auch gerne fragen, wofür? Unten links im Keller, da war noch eine verschlossene Tür, aber wo führt die denn eigentlich hin? Gibt es mehrere Enden vom Spiel? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nur das Spiel durchgespielt und ja. Entweder ist es jetzt das Ende vom Let's Play oder wenn es noch weitere Enden gibt, mache ich weiter, aber ich bin mir da nicht sicher. Aber schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn jemand das Spiel schon durchgespielt hat oder so. Oder was weiß ich. Naja. Bis bald. Zu Homesick.